Ja, wie ich es vor einigen Tagen schon angedeutet hatte, ich hatte meinen ersten Auswärtstermin, also sprich außerhalb dieser Küche, und ich war zu meinem ersten Interview geladen. Und ja, für Fragen, Kritik oder Kommentare steht euch dieses Mal dieser Live-Chat dort zur Verfügung, in dem ich mich auch aufhalten werde. Also von daher, ja, seid nett zu mir. Es war mein erstes Interview und ich hoffe, dass euch die nächsten 45 Minuten alles in allem gefallen werden. Ja, und wie versprochen, jetzt sind wir einmal hier. Das Büro, würde ich sagen, ja, oder Konferenzraum, besser gesagt. Vielleicht hört man das so ein bisschen hallen, ja, aber da gewöhnt ihr euch dran. Wir sind auf jeden Fall hier im Konferenzraum der AfD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern und ich führe heute ein Interview mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD-Fraktion, dem Mitglied des Landtages, Thomas De Jesus Fernandes. Vielen Dank. Ich habe zu danken, dass ich interviewt werde heute. Ja, also ne, sehr gerne. Auf jeden Fall, ja, dann einfach mal ein lockerer Einstieg bei der ganzen Geschichte. Schön bei einer Tasse Kaffee. Ja, erzählen Sie doch mal ein wenig von sich. Wo kommen Sie her? Was haben Sie gemacht? Und vor allen Dingen, wie sind Sie zur Politik gekommen? Also ich bin gebürtiger Schweriner tatsächlich, wohne ja auch immer noch hier, fühle mich hier wohl. Habe nach der Schule meine Ausbildung gemacht zum Hochbaufacharbeiter, habe dann ein knappes halbes Jahr als Angestellter gearbeitet und mich dann mit einem Kumpel selbstständig gemacht. Habe ein Gerüstbauunternehmen geleitet eine längere Zeit und bin dann über die Immobilienverwaltung quasi 2013 ins Engagement, sage ich mal, der AfD gekommen. Also damals waren wir so bei 3, 4% in den Umfragen, als wir uns frisch gegründet hatten. Also ich bin seit Anfang an zumindest mit dabei. Wir haben hier den Kreisverband mit aufgebaut, überhaupt Strukturen erstmal geschaffen und an den ersten Programmen geschrieben, die wir in MV hatten, die Kommunalwahlprogramme. Ich durfte auch mitarbeiten am Bundesprogramm. Das hat mir natürlich besonders Spaß gemacht und vor allen Dingen auch am Sozialparteitag, den wir gemacht haben. Ich bin ja sozialpolitischer Sprecher der Fraktion auch. Und warum bin ich zur Politik gekommen? Weil ich sag mal, bis 2013 gab es so halbwegs noch Angebote oder bis davor bei den Wahlen, die man hätte wählen können, die ja zumindest marginal, wo ich mich marginal noch vertreten sehe. Aber wir wissen alle um die Euro-Krise und wir wussten auch alle schon um die anbahnenden Probleme mit der Migration. Das war ja kein Geheimnis und das waren auch unsere ersten Themen, mit denen wir hier so aufgetreten sind. Und da habe ich mir gedacht, naja, dann, wenn wir hier mit den anderen nichts ändern können, dann müssen wir die anderen dazu bewegen, dass sie sich ändern. Und ich glaube, aus der Motivation wurde die AfD natürlich auch gegründet. Nicht, dass man selber mal irgendwann als Abgeordnete hier sitzt, das war nie der Plan, das ist jetzt so. Das ist auch gut so und das macht tatsächlich auch Spaß. Und mittlerweile sind wir auch so weit, dass wir die anderen nicht mehr vor uns hertreiben müssen, sondern jetzt stehen hier Landtagswahlen an in drei Ostbundesländern und dann wird sich die Frage stellen, ob wir das nicht auch selber machen können. Ja, na, also wo Sie jetzt das Thema Wahlen angesprochen haben, da kommen wir ja dann noch einmal dazu. Also in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sind ja dieses Jahr Wahlen und je nach Umfrageinstitut stehen Sie da jetzt nur entweder mit weitem Abstand mit der AfD-Fraktion jeweils in dem Bundesland auf Platz 1 oder halt ne, haben jetzt zum Beispiel auch ne, mindestens die gleiche Prozentanzahl wie zum Beispiel die CDU. Aber bleiben wir doch mal bei Ihnen jetzt. Sie sagten ja, 2013 sind Sie ja mit als einer der ersten in die AfD eingetreten, als die sich gerade gegründet hat. Wie kann ich mir das jetzt eigentlich genau vorstellen? Also hat sie da jetzt, ich sage es jetzt mal ganz locker, hat sie da jetzt jemand an die Hand genommen und hat gesagt, du pass mal auf, guck mal hier, ne, da sind ein paar nette junge Männer, ne, oder auch Frauen, ne, die dann sich ein bisschen politisch engagieren wollen. Also hatten Sie so was wie einen Ziehvater oder eine Ziehmutter oder etwas Vergleichbares? Also ich war vorher gar nicht politisch aktiv und tatsächlich habe ich im Internet davon erfahren, wie gesagt, von der Parteigründung. Also ich bin nicht genau seit Gründung mit dabei, aber 2 Monate später. Und dann habe ich geguckt, wo sind die Leute hier in Schwerin? Gibt es hier irgendwas? Und da habe ich gesehen, da gab es hier einen Infostand, der war hier unten an der Schlossbrücke tatsächlich. Und da bin ich einfach hin auf die Leute, habe die angesprochen, habe gesagt, hier, wo kann ich helfen? Ich will mitmachen. Und dann hat sich das entwickelt. Genauso. Eigeninitiative, Selbstsuchen. Und wie gesagt, richtig Spaß gemacht hat, dass man es eben alles mit aufgebaut hat. Es gab da keine Schranken oder irgendwas, in welchen Schienen man sich bewegen muss.
Und ich sag mal, hier zumindest habe ich ordentlich den Fußabdruck mit hinterlassen. Wir haben ja hier im Landtag auch die Geschichte mit dem Landespflegefördergeld und so weiter. Das ist mir ein Herzensanliegen, dass wir im Bereich Pflege ein bisschen was tun und so weiter. Das steht dann eben auch im Programm drin. Jetzt waren Sie ja vorher im Kreisverband, oder? Der Kreisverband, genau. Und wie kam es jetzt dann dazu, also nachdem Sie natürlich wahrscheinlich auf die Liste aufgenommen worden sind, also auf die Wahlliste, wie war so Ihr erster Eindruck, als Sie das erste Mal dann hier jetzt auch als Landtagsabgeordneter dann plötzlich irgendwie den Fuß in die, sagen wir mal, höhere Politik gesetzt haben? Also wie wurden Sie jetzt hier erstmal alleine von Ihrer eigenen Fraktion aufgenommen? Ich meine, man kannte sich ja vorher schon. Aber wie wurden Sie auch von den anderen, sagen wir mal, Abgeordneten hier der anderen Parteien aufgenommen? Also ich sag mal, 2016, als wir eingezogen sind, da gab es noch nicht so viele Berührungsängste wie jetzt, würde ich meinen. Also es ist natürlich ein bisschen mit aufgebauscht und ich sag mal, unsere Gegner bestätigen sich ja auch permanent immer selber und die glauben das mittlerweile auch, das, was sie so sagen über uns. Darum wird es auch schwieriger. Also damals war es nicht so. Also man hat zumindest noch Gespräche geführt mit einigen Leuten. Wir haben im Ausschuss damals auch unsere Geschichten, wenn es um Anhörungen geht oder so, auch durchbekommen. Die wurden dann abgestimmt und dem wurde dann eben auch noch zugestimmt in den Ausschüssen, sodass man dort noch mitgestalten konnte. Das ist diese Legislatur tatsächlich anders. Da gab es zwei Sachen, die wir als Fraktion überhaupt durchgekriegt haben und das war auch nur im Sozialausschuss und das war wahrscheinlich auch nur ein Versehen der anderen. Da ging es um eine Anhörung der Gehörlosen. Die haben wir dann beantragt und da haben zumindest durch Enthaltung kam die dann zustande, aber man hat sich nicht dagegen positioniert. Aber dann, seitdem ist da aber auch Schicht. Also das heißt, jetzt bei der politischen Arbeit, ne, wenn jetzt ein Antrag von Ihrer Fraktion eingebracht wird oder so, wird er jetzt grundsätzlich, also so hört man das jetzt zum Beispiel ja auch aus anderen Bundesländern oder gegebenenfalls auch aus dem Bundestag, dass dieser Antrag grundsätzlich abgelehnt wird, nur weil er von Ihrer Fraktion kommt? Oder wird da zumindest hier in Mecklenburg-Vorpommern, wird da zumindest auch mal drüber geredet oder mal diskutiert? Also jetzt erstmal nur im öffentlichen Bereich, sage ich mal. Also tatsächlich versucht man dann auf unsere Argumentationen einzugehen. Meistens wird das dann schlecht geredet. Von der Linksfraktion hören wir immer Sachen, wie lesen immer zwischen den Zeilen, so nach dem Motto, wir wissen ja, was Sie eigentlich mit diesem Antrag wollen oder eigentlich wollen Sie was ganz anderes. Also die erzählen einfach ihre Wahrnehmung, die sie da haben, aber die gibt ja eben die Antragslage nicht her. Dann ist es so, wenn wir gute Geschichten haben im Bereich innere Sicherheit etc., dann kommen 3-4 Monate kommt die CDU mit einem ähnlich lautenden Antrag um die Ecke, die ja mittlerweile auch in der Opposition sind. Auch deren Anträge werden im Übrigen abgelehnt. Es ist nicht nur bei uns so, das scheint hier generell so zu sein. Also es hat mich ein bisschen desillusioniert, muss ich sagen. Ich habe gedacht, man streitet hier um Themen, sucht die besten Wege für die Bürger raus. Was ist das Beste für unser Land und unsere Bevölkerung? Einigt man sich darauf und beschließt das dann? Das ist nicht so. Kraft ihrer Wassersuppe agiert die Regierungskoalition, wie sie das möchte. Und die Opposition bleibt völlig außen vor. Die CDU hat am Anfang noch ein bisschen rumgeweint, so nach dem Motto, sie haben die Rollen ja von heute auf morgen getauscht und haben sich jetzt irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt, dass sie jetzt so behandelt werden, wie sie die anderen vorher behandelt haben. Das war dann schon, ist dann schon mal ein bisschen witzig zwischendurch. Aber tatsächlich kriegen die auch nichts durch. Ganz selten, dass mal ein Antrag ein interfraktioneller gebracht wird, der ist dann auch immer von den sogenannten demokratischen Fraktionen, womit man uns ausschließen will. Aber mit diesem Ausspruch alleine zeigen sie ja jetzt endlich, wer tatsächlich die Antidemokraten sind. Na, also jetzt bei hier zum Beispiel auch auf diesem Kanal, na, auch in den Kommentaren liest man das immer wieder, wenn andere Parteien zum Beispiel, die SPD oder auch die Grünen oder gegebenenfalls ab und zu auch mal die FDP davon spricht, dass wir etwas für unsere Demokratie machen müssen oder wir müssen unsere Demokratie schützen, vor allen Dingen jetzt nicht von Ihnen persönlich, aber vor Ihrer Partei. Die Menschen bekommen das schon so langsam mit, dass dieses Unser sich nicht mehr auf alle insgesamt bezieht, sondern dass wirklich diese Ausschließeritis da ist, dass die anderen Parteien sich als einen Block sehen und diejenigen, die, ja sagen wir mal, nichts damit anfangen können, sich mittlerweile nicht mehr mitgenommen fühlen. Ne? Man sagt ja immer so, wir müssen die Leute ja auch mitnehmen und so weiter. Das heißt, haben Sie persönlich auch so das Gefühl hier im Landtag, dass sich wirklich so zwei wirklich harte Blöcke gebildet haben, die wirklich gegeneinander agieren, beziehungsweise, dass man sagt, mittlerweile ist das so,
so festgefahren und so schwierig, dass wir überhaupt keine Zusammenarbeit mehr irgendwie noch hinbekommen können oder so. Ich sag mal, es gibt so 3, 4 Protagonisten in jeder Fraktion, mit denen kann man hinter verschlossenen Türen auch reden oder auch auf dem Flur. Also da gibt es tatsächlich nur einige, mit denen ist das möglich. Aber sobald öffentlicher Raum da ist, ist nichts mehr möglich. Also da wird absolut sofort blockiert. Mhm. Und das ist ja die eigentliche Spaltung der Gesellschaft, die betrieben wird. Die geht ja von hier aus. Das ist also eigentlich die Herzkammer der Demokratie sein. Hier sollte man das eigentlich vorleben, aber genau das passiert eben nicht. Man spaltet bewusst die Gesellschaft und da geht es den Leuten auch nicht um die Bevölkerung oder dass sie Angst um die Demokratie haben. Im Gegenteil, sie regieren ja auch am Bürger vorbei und sie haben mittlerweile Angst vor der Demokratie. Und das ist ihr größtes Problem und die größte Sorge, die da ist, dass die Netzwerke, die sie alle gebildet haben über die Jahrzehnte, die steuerfinanziert sind, nicht mehr finanziert werden können irgendwann später, weil sie nicht mehr in Regierung sitzen oder Regierungsverantwortung sind. Wenn wir jetzt mal auf dieses Thema kommen, also zum Beispiel hier, wie Sie jetzt gerade auch gesagt hatten, dass diese ganzen Posten, also auch diese steuerfinanzierten Posten, dass die Angst um ihre Posten haben, so interpretiere ich das jetzt einmal. In 2 Jahren ist ja die nächste Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und laut der aktuellen Wahlumfrage liegen Sie hier in Mecklenburg-Vorpommern bei 31-32% und das sind 10 Prozentpunkte mehr als die regierende SPD. Nur mal angenommen, und das ist jetzt rein fiktiv, weil wir kennen es auch aus anderen Bundesländern, dass alle anderen Parteien sagen, nein, wir schließen uns dieser Brandmauer an von der CDU und wir arbeiten mit der AfD nicht zusammen. Angenommen, in 2 Jahren hätten Sie die Möglichkeit, hier in Regierungsverantwortung zu kommen. Wie würden Sie die anderen Parteien dann, also sprich die Grünen, die FDP, sofern die FDP überhaupt noch in den Landtag kommen sollte, die SPD und so weiter, würden Sie denen auf Augenhöhe begegnen oder würden Sie, und dann, da wäre ich gerne um eine ehrliche Antwort, wäre ich sehr dankbar, oder würden Sie denen dann auch so behandeln, wie Sie jetzt gerade behandelt worden sind, weil Sie denen das heimzahlen möchten? Ganz, ganz frei heraus. Wir stimmen ja heute schon nur in der Sache ab. Also uns interessiert überhaupt nicht, welcher Name da drunter steht oder unter welchem Antrag. Wir stimmen ja quasi auch grünen Anträgen zu. Es gab dieses Phänomen, dass Herr Damm von den Grünen mal einen Antrag zurückgezogen hat, weil er wusste, wir würden dem zustimmen. Es war in einem Gremium, war jetzt direkt nicht im Plenum. Aber da sieht man ja die ideologischen Schranken. Wir haben die nicht. Wenn eine Sache gut ist und wenn die den Bürgern hilft und unserem Land hilft, dann machen wir das so. Und was ich eingangs gesagt habe, so wie ich mir das eigentlich vorstelle, dass man hier um die besten Lösungen ringt mit allen, dann ist es auch nicht schlimm, wenn jemand anderer mal einen besseren Vorschlag hat, das den zu übernehmen. Ja, also von daher, ich halte von diesem Umgang nichts, so wie er hier stattfindet. Das ist schädlich für die Demokratie und wir leben dann auch was anderes vor, damit wir tatsächlich auch die Gesellschaft wieder entspalten können. Ja. Sie sind ja jetzt für den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern sitzen Sie hier und dementsprechend können Sie natürlich nicht für Ihre Kollegen jetzt aus Sachsen oder in Brandenburg oder in Thüringen, wo dieses Jahr auch gewählt wird, sprechen. Aber auch da in den Wahlumfragen liegt die AfD ja nun auch jetzt auf Platz 1. Glauben Sie, dass was Sie gerade gesagt haben, also dass es um die Sache ankommt, dass das bei allen Ihren Fraktionsmitgliedern, auch in den anderen Landtagen, auch in den anderen Gremien oder vergleichbar ist, sieht man das da so genauso oder kann man jetzt auch mal irgendwie sagen, okay, da gibt es so 1, 2, die haben da so ein paar persönliche Animositäten, wo man dann sagen müsste, so, halte ich mal ein Stück zurück oder so. Also deswegen sitzen wir hier, weil die Leute, die interessiert das ja auch. Was ist das Menschliche hinter einem Parlamentarier? Wir machen ja auch mal so interfraktionelle Treffen. Das heißt, da treffen sich aus meinem Bereich zum Beispiel alle Sozialpolitiker im Bundestag und besprechen wir unsere Sachen, was wir so bringen wollen in den Landtagen. Und ich kenne die meisten ja auch seit Anfang an, seit 2013 und ich würde das fast ausschließen. Also ich bin der Meinung, dass wir generell alle so denken. Ja, und das ist ja auch, das merkt man ja auch in unserer Programmatik und auch in unserem Auftreten generell. Und wir hätten ja in Thüringen auch nicht das Phänomen gehabt, dass dort ein anderer Ministerpräsidentenkandidat dort gewählt wurde, wenn wir nicht so denken würden. Also schlussendlich wäre es ja sogar möglich, eine Minderheitenregierung zu führen, wenn man dann konstruktiv arbeiten könnte. Das stimmt wohl. Also in Thüringen ist ja, seitdem Herr Kemmerich zurückgetreten ist, ist ja wieder eine Minderheitsregierung mit Ministerpräsident Bodo Ramelow. Sicher könnte man das auch machen.
erschwert natürlich die eigene Arbeit dann, weil man ja auch auf die Stimmen der Opposition dann wirklich angewiesen wäre. Aber könnten Sie sich das jetzt wirklich auch vorstellen, zu sagen, ja gut, dann wir sind jetzt die stärkste Kraft, wir würden das jetzt machen, wir würden das jetzt versuchen, ne, durchzuziehen? Die Frage ist, erstmal müssen wir stärkste Kraft werden, das sind meistens so Momentaufnahmen, so Umfrageergebnisse, da freuen wir uns natürlich drüber, aber das müssen wir in Wahlen auch umsetzen. Und dann müssen wir gucken, wo stehen denn die anderen da? Und wie sieht die Situation bei den anderen aus? Wird ja mehr gerätselt, mit wem würden sie zusammenarbeiten? Also prinzipiell müsste sich jede Partei erstmal von sich aus ändern, um mit uns koalitionsfähig zu sein. Da wird ja immer gefragt, was müssen wir tun? Wir müssen eigentlich gar nichts tun. Die anderen haben ihre Baustellen bei sich. Also die CDU, so wie sie jetzt hier ist und hier auftritt, wäre keine Fraktion oder Partei, mit der man hier zusammenarbeiten könnte. Die haben ideologische Schranken genauso aufgebaut wie alle anderen auch. Und wenn es denen wirklich wieder um die Sache geht und um unser Land und um unsere Bevölkerung, dann wäre es prinzipiell möglich. Aber die Änderung muss da kommen. Ich habe das mal so gelernt in der Schule, ja, und sage ich jetzt einfach mal, dass wenn man irgendwie einen Kompromiss schließt und eine Koalition ist ja letztendlich auch immer irgendwie ein Kompromiss, dass sich beide Parteien aufeinander zubewegen müssten. Also wenn Sie jetzt von sich aus sagen, wir sind gefestigt und das ist unser Standpunkt und die anderen müssen sich ändern. Da würde ich jetzt gerne nochmal nachhaken. Glauben Sie nicht, dass Sie sich auch ein wenig weiter auf die anderen Parteien noch ein Stück zugehen müssten, um koalitionsfähig zu werden in den Augen, ne, der anderen Parteien? Und wenn man jetzt, ne, einmal sagt, Sie haben 30% aller Stimmen, dann haben Sie eben 70% aller Stimmen eben nicht. Das ist ja auch etwas, was man ja dann sozusagen als Argument in die Waagschale legen könnte. Ja, wir werden nicht zur Selbstaufgabe gezwungen, sozusagen, so wie die anderen das dann auch tun. Also die verraten ja permanent ihre Markenkerne, die sie in den Wahl, in der aktiven Wahl dann noch ausgelobt haben und plakatiert haben. Da wissen sie ja dann nach der Wahl nichts mehr von. Und da würden wir uns selber ein Bein stellen, wenn wir genauso agieren. Und das hat aber auch keiner von uns irgendwie im Sinn. Also Markenkern von uns ist nun mal, wenn ich mal auf die EU-Ebene gucke, wir haben jetzt auch die Europawahlen, dass wir dort eine Entbürokratisierung wollen und entweder eine richtige Demokratisierung, und wir möchten gerne die Entscheidungen hier bei uns im Land treffen und möchten die nicht von dort vorgegeben kriegen. Oder wie es hier ist mit der Windenergie, das ist ja ein Thema für Mecklenburg-Vorpommern, wo wir relativ kompromisslos sein werden und da muss der andere dann auf uns zugehen, wenn es denn einen gibt. Und selbiges gilt auch für die Migration und deren Folgekosten und Folgeprobleme. Das sind unsere Markenkerne. Und deswegen werden wir tatsächlich auch gewählt und den kann man nicht aufgeben. Bleiben wir mal einmal bei der EU-Ebene, ja, weil Sie ja das eben gerade angesprochen haben. Das ist, Frau Weidel, also Ihre Fraktionsvorsitzende im Bund, sagte ja, dass sie sich im Grunde genommen auch ein Dexit, sage ich jetzt mal, vorstellen könnte. Also letztendlich, wenn eine Reform der EU nicht irgendwie ja, angestoßen wird, ne, dass Deutschland letztendlich auch aus der EU austreten könnte, im allerletzten Fall. So. Das ist natürlich ein Aufbringer für alle Medien, ne, dass gesagt wird, Frau Weidel hat gesagt das, ne, und ne, die AfD will, ne, aus der EU austreten. Finden Sie persönlich, dass Sie von den Medien häufig falsch zitiert werden oder ich drücke es vielleicht auch mal anders aus, dass der Interpretationsspielraum von dem, was aus Ihrer Fraktion kommt, so weit gefasst werden kann, dass das letztendlich irgendwie immer negativ ausgelegt wird. Ja, da wäre es schön, wenn sich die Medien tatsächlich auch mal unsere Programme durchlesen würden, weil da steht es ja dann auch so im Wortlaut drin, wie Frau Weidel das von sich gegeben hat. Also wenn es keine Reform von sich aus, von innen heraus geben kann oder wenn sich erweist, dass es nicht funktioniert, dann als letzten Schritt bleibt ja nur als, wie sagt man, als Notwehr der Ausstieg. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel das Wahlprogramm, also das Wahlprogramm Ihrer Partei für Mecklenburg-Vorpommern sieht, welche Schwerpunkte setzen Sie denn explizit hier? Also Sie haben vorhin jetzt schon mal die Windkraft und die Migration angesprochen und so weiter. Aber wirklich, womit möchten Sie, und Wahlkampf ist ja im Grunde genommen fast immer, ja, und vor allen Dingen spätestens ab 2025, auch hier für Mecklenburg-Vorpommern, womit möchten Sie in den Wahlkampf gehen? Also womit möchten Sie den Bürger überzeugen, ihnen ihre Stimme zu geben? Also natürlich wieder mit dem Thema Bildung, das ist ganz wichtig und dass wir auch vernünftige Schulen haben hier im Land, die auf dem aktuellen Stand sind und auch nicht verfallen. Also die bauliche Substanz, die leidet ja hier schon, also wenn man sich die Schulhäuser so anguckt.
bin hier selber auch in der Kommunalvertretung Schwerin drin, da ist das immer wieder ein Thema. Wir gehen von einer Schulsanierung in die andere, aber es dauert eben ewig. Dann die Bildung generell. Wir haben den Schwerpunkt auf die MINT-Fächer gelegt, dass es besser werden muss. Natürlich funktioniert das Thema Inklusion auch nur so, wie man es umsetzen kann. Und bei dem Lehrermangel, den wir haben, ist es quasi fast unmöglich. Da stehen wir sowieso schon vor riesen Herausforderungen. Nächstes Thema hier ist die Pflege. Wir sind ein sehr altes Land hier in Mecklenburg-Vorpommern mit auch einem sehr hohen Grad an Leute, die tatsächlich auf Pflege angewiesen sind. Wir haben, ich glaube, 260.000 Leute hier, die zumindest eine Behinderung haben. Und der demografische Wandel macht ja hier auch nicht Halt. Wir haben Pflege in Not auf der Straße, die ganzen Pflegedienste schlagen Alarm. Da haben wir schon im Programm drin gehabt, das Landespflegefördergeld. Das machen wir natürlich auch weiter, weil es ohne die Familie nicht gehen wird. Man kann das nicht abwälzen auf Häuser. Wir hätten dann überall Altenheime. A, haben wir die Substanz dafür nicht, B, haben wir dafür die Pflegekräfte nicht. Ein weiteres Thema wäre, wie gesagt, der Wohnungsbau. Momentan gestaltet sich das allerdings sehr schwierig aufgrund der Regularien, die vom Bund kommen. Energietechnisch sind die Hürden da so hoch gesetzt, dass sich Neubau momentan überhaupt nicht lohnt. Für niemanden, nicht mal für ein kommunales Wohnungsunternehmen. Die müssten aktuell einen Mietpreis von 13, 14 Euro nehmen und damit sind wir raus aus dem sozialen Wohnungsbau. Da muss was passieren. Da müssen wir uns dann eben auch für einsetzen. Dann die Krankenhausreform, von der immer alle reden, wovon relativ wenig kommt. Wir wissen ja momentan, die Krankenhäuser wurden ausgeblutet über die letzten Jahre und auch über die letzten Legislaturen tatsächlich, weil das Land ist eigentlich zuständig dafür, die Investitionskosten sicherzustellen für jedes Krankenhaus, damit die auf dem neuesten Stand sind. Da hat man in der Vergangenheit schon richtig Geld gespart. Laut Krankenhausgesellschaft wären 200 Millionen pro Haushaltsperiode notwendig gewesen. Es wurde aber nur ausfinanziert mit 50 Millionen. Also haben alle Krankenhäuser schon von ihrer Substanz gelebt. Jetzt nach Corona und Energiekrise noch mehr, weil das mussten die auch alles abfedern. Und jetzt lässt quasi die Reform auf sich warten und wir haben Insolvenzanmeldungen gehabt hier im Land, eine, und wir wissen, dass wir bei einem anderen Klinikum in kommunaler Trägerschaft zumindest schon, dass dort Bürgschaften gegeben wurden vom kommunalen Träger, damit das Krankenhaus nicht verschwindet. Also ärztliche Versorgung im ländlichen Raum und eine auskömmliche medizinische Versorgung, das ist das, was die Bürger interessiert, was sie auch hier brauchen. Und das muss auch die Grundlage sein, das gehört zur Infrastruktur dazu, zur Daseinsvorsorge. Nur so kann ich Mittelstand hier halten oder locke eventuell andere Leute hierher, sich beruflich zu engagieren, damit es hier wieder bergauf geht. Es fehlt ja hier auch alles. Ich möchte jetzt das Wort Gegner nicht in den Mund nehmen. Ich sage mal, Ihre Kritiker. Ja, würden jetzt ja aber dann behaupten, naja, aber wenn wir das dann brauchen, wir sehen ja den demografischen Wandel hier, dann brauchen wir doch auch die Migration hier. Also wie lässt sich das mit Ihrem Parteiprogramm auf der einen Seite, wir brauchen jetzt bei der Krankenhausreform, wir brauchen Pflegepersonal und so weiter, mit der Migration ja, oder überhaupt im Allgemeinen mit dem Zuzug dann hier vereinbaren? Also wie funktioniert das dann Ihrer Meinung nach? Ja, die Frage ist, ich habe tatsächlich mal Statista bemüht, als die AfD noch einen Zugang hatte, wir wurden ja gesperrt dort, und habe mir mal die Zahlen geholt von 2015 bis 2022. Ich habe einfach mal eingegeben, Abwanderung. Alles, was unter Abwanderung fällt. Und habe zusammengerechnet und kam auf 12 Millionen. 12 Millionen Leute haben Deutschland verlassen in diesem Zeitraum. Das war nicht der Hartz-IV-Empfänger, der draußen nicht klarkommt, sondern das sind Leute, die haben hier studiert, die sind gut ausgebildet, die wissen, die kommen in aller Welt zurecht und haben dort ein Auskommen und können sich da was aufbauen. Das sind die Leute, die uns verlassen haben. Die müssen wir doch in Zukunft hier behalten, die wir hier ausbilden. Dann haben wir auch kein Fachkräfteproblem mehr. Und im selben Zeitpunkt oder im selben Zeitraum übrigens habe ich natürlich auch geguckt, wer ist hierher gekommen. Und alles in allem, selbst mit der EU-Zuwanderung, alles, was wir hier so haben, kam ich auf 15 Millionen Leute. Also wir haben quasi gute, ausgebildete Leute gehen lassen, weil die Rahmenbedingungen hier einfach nicht stimmen und haben andere Leute hierher bekommen, die das eigentlich hätten abfedern müssen, die es aber nicht tun. Also funktioniert das ergo so zumindest nicht. Kernpunkt muss sein, dass die Leute hier bleiben.
Definitiv. Und dass man Geld sinnvoll einsetzt. Um jetzt nochmal auf das Wahlprogramm zurückzukommen, also jetzt nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern zum Beispiel auch das Wahlprogramm der Bundespartei, sage ich mal, oder halt in den einzelnen Ländern, wo jetzt auch gewählt wird. Das, was im Wahlprogramm drinsteht und das, was öffentlich auch von Parteifunktionären gesagt wird, da gibt es anscheinend irgendwo eine Diskrepanz. Denn der Verfassungsschutz zum Beispiel, und die AfD ist ja zum Teil, steht sie ja unter Beobachtung durch den Verfassungsschutz, das scheint da irgendwie sich nicht ganz die Waage zu halten. Von daher, wenn sich der Verfassungsschutz auf diese öffentlichen Aussagen beruft, aber im Parteiprogramm etwas völlig anderes steht, woher soll der Wähler denn wirklich wissen, ja, setzen die das denn auch wirklich um, was im Parteiprogramm steht, oder muss ich mich doch eher darauf konzentrieren, was die Personen dann sagen? Also unsere Parteivorsitzende Alice Weidel ist vor kurzem sehr deutlich geworden in die Richtung gesagt, für uns gibt es nur eine Linie und das ist unser Parteiprogramm. Egal, wenn mal irgendwo irgendjemand an irgendeinem Bierstammtisch irgendetwas gesagt hat, dann ist das keine Parteimeinung. Ganz einfach. Wir haben unser Programm, das ist unser Fundament. Und deswegen ist auch jegliche Verbotsdebatte völlig an den Haaren herbeigezogen. Es gibt ja Verfassungsrechtler, die haben das mal beleuchtet. Die haben gesagt, es gibt keinen einzigen Anhaltspunkt laut unseres Programms, die da irgendetwas rechtfertigen, geschweige denn uns in eine extremistische Ecke stellen lassen könnten. Also, wie handelt es sich tatsächlich um politisch motivierten Regierungsschutz, mithilfe natürlich des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, der als vierte Gewalt völlig versagt hat. Wir haben ja gerade gehört, es gibt jetzt so ein Manifest von einigen, die dort ein bisschen abtrünnig sind und jetzt auch mal das System von innen kritisieren wollen. Muss man mal gucken, was daraus wird. Aber es ist nur noch ein Regierungsschutz. Ich kenne persönlich Herrn Brotkorb hier noch. Damaliger Finanzminister hat ja ein Buch dazu rausgebracht über den Verfassungsschutz, weil selbst er als ehemaliger Linken und dann SPD-Politiker einen ganz anderen Einblick hatte als wir. Und das ist lesenswert, kann ich empfehlen. Der Mann hat zwar nicht mein Parteibuch, aber wie gesagt, da sind wir wieder. Wenn das dann völlig in Ordnung ist und Substanz hat, dann ist das auch okay. Aber der Verfassungsschutz hier, ich wurde hier gefragt, wir haben ja immer am Montag vor der Plenarsitzung ein Pressegespräch. Da kommen die Pressevertreter von der dpa, Ostsee-Zeitung, Nordkurier und NDR. Die sind zumindest alle eingeladen, die kommen meistens nicht alle. Und dann ging es tatsächlich um die frische Einstufung von wer wurde zuletzt eingestuft. Kann ich gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war das Thema und die Frage vom NDR, wie ich das denn sehe, warum wir hier in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht eingestuft sind. Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Wobei ich dann wirklich dann auch grinsen musste und gesagt habe, na, wissen Sie, Sie wissen doch ganz genau, dass wir hier noch keine Landtagswahlen haben. So, und das trifft einfach auch den Kern der Sache. Die machen das jetzt vor den Landtagswahlen völlig durchschaubar. Und man könnte davon ausgehen, vor der Bundestagswahl werden die das mit der Gesamtpartei machen. Nicht, weil es so ist, sondern Kraft ihrer Wassersuppe. Und weil der Verfassungsschutz tatsächlich nur noch ein politisch gesteuertes Instrument ist, um die Opposition kaltzustellen und auszuschalten. Das funktioniert natürlich auch nur, weil sie im Öffentlich-Rechtlichen dafür dann das Transportmittel dafür haben. Und wenn ich mir gucke, was das ZDF veröffentlicht hat, zur letzten Haldenwang-Aussage, die haben ihn einfach nur wiedergegeben. Und das ist kein Journalismus, das muss doch hinterfragt werden. Stimmt das, was er dort sagt? Darf er das überhaupt sagen? Und entspricht das den Tatsachen oder kann man das auch anders sehen? Das wäre so eine journalistische Aufgabe von einer vierten Gewalt, wie ich es mir vorstelle, aber das gibt es nicht mehr momentan. Es gibt ja den Spruch, ein guter Journalist macht sich niemals mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten, ne? Oder irgendwie so genau. Ist dieses Zitat. Von daher, ich möchte jetzt nicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier Partei ergreifen, aber es gab zum Beispiel vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen gab es einen Bericht von Berlin Direkt, zum Beispiel, die auch diese Sache mit dem zum Beispiel jetzt Demokratiefördergesetz von Innenministerin Faeser mal beleuchtet haben. Oder auch die Aussage von dem Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, der ja sagte, schon 21 in seinem Verfassungsschutzbericht, das wäre dann eine Delegitimierung des Staates. Haben Sie das Gefühl, wenn wir jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen sind, dass das in den letzten Wochen und Monaten vielleicht doch so langsam wieder in eine Richtung tendiert, dass man sagen könnte, okay, so Schritt für Schritt
geht es wieder Richtung doch deren eigentlichen Auftrages, weil Sie hatten das ja auch angesprochen mit dem Manifest über das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wo jetzt vor allen Dingen Ex-Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ja zu Wort gekommen sind, dass man das ja alles ein wenig anders machen muss. Daher auch da meine zweite Frage, haben Sie das Gefühl, denen schwimmen die Fälle so langsam weg vom Öffentlich-Rechtlichen? Also das merken die wahrscheinlich selber, dass sie in die Fälle wegschwimmen. Ich halte ihn, so wie er jetzt ist, überhaupt nicht für reformierbar, der Öffentlich-Rechtliche. Wir haben hier Medienstaatsverträge, die werden hier einfach nur durchgewunken. Es gibt nie eine Änderung an so einem Vertrag. Die gehen zwar durch alle Länderparlamente, aber die werden einfach nur abgewunken. Es gibt dazu keine Änderungsanträge. Wir haben einmal eine Anhörung hierzu gehabt, die war sehr interessant. Da haben wir den Chef von der Jungen Freiheit hier gehabt. Der hat dann auch sich mal zumindest als Journalist dazu geäußert. Können Sie sich mal das Protokoll holen. Gerne. Das liest sich wirklich sehr gut. Warum das nichts werden kann? Man sieht ja, die Ex-Mitarbeiter, die haben da wahrscheinlich noch drauf unterschrieben. Aber die Leute, die da noch arbeiten, die haben ihre Unterschrift bei einem Anwalt hinterlegt und haben das anonym tun müssen. Das heißt, das ist so ein verkrustetes System, dass wenn sie da selber ihren Namen drunter geschrieben hätten, wären sie wahrscheinlich schon arbeitslos. Also ich halte den nicht für reformierbar. Und natürlich schwimmen denen die Fälle weg. Das merken die natürlich auch. Also um da jetzt einmal noch ein bisschen tiefer ins Detail zu gehen. Ne? Es gab jetzt zum Beispiel auf X, also früher hieß es Twitter, gibt es zum Beispiel den Account ÖRR-Blog, der ganz genau drauf schaut, was passiert da eigentlich beim Öffentlich-Rechtlichen. Und die haben zum Beispiel auch detailliert aufgelistet, dass jetzt im Zuge der ganzen Demonstration, die auf Grundlage dieses Korrektivartikels ja jetzt überall bundesweit kam, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk dort gewesen ist, dann haben sie vor allen Dingen Parteimitglieder befragt, also zur Hälfte, oder eigene Mitarbeiter, aber ohne das wirklich transparent öffentlich darzulegen. Von daher kann man Ihrer Meinung nach sagen, dass das Meinungsmache ist, die da in die Bevölkerung getragen werden soll, oder würden Sie jetzt so mit gutem Gewissen sagen können, so die Verteidigungsschiene des Öffentlich-Rechtlichen, haben wir ja nicht gewusst. Also ich vermisse ja jegliche kritische Auseinandersetzung in der Hauptsendezeit. Wenn die Menschen, die arbeiten, nach Hause kommen und ihre Nachrichten gucken, die Tagesschau oder Heute zum Beispiel, dann sollten sie dort informiert werden. Du hast eben erwähnt, dass Berlin direkt quasi mal einen kritischen Beitrag gebracht hat. Ja, wann kommt das denn? Und wer sieht das? Das sind so Randzeiten, haben wir auch mal mitgemacht. Damit kann man sich wahrscheinlich dann ein bisschen rechtfertigen. Wir haben uns ja schließlich kritisch damit auseinandergesetzt, aber eben in der Hauptsendezeit, wo das hingehört, eben nicht. Und da fehlt die Kritik. Und wenn Kritiker kommen, kennen wir das ja, haben wir das danach nochmal eingeordnet. Ja, und das Vorgehen tatsächlich finde ich dann schon sehr schräg. Und da haben wir eben auch das Phänomen, dass dann Leute mit Parteibuch oder ehemalige Wahlkampfhelfer der Grünen, Herr Hille wird da gerne genommen zum Beispiel, als Kronzeuge, um dann eben gegen die AfD oder gegen Kritik sich zu äußern. Und es wird geflissentlich weggelassen, wer das überhaupt ist. Und da gibt es diesen Örblock, der ist recht gut, der klärt das immer auf. Und das könnte der Öffentlich-Rechtliche, selbst wenn er vermeintliche Demonstranten auf der Straße interviewt, auch machen können. Weil es gibt aktuell hier Google-Suche, da kann man die Gesichter eingeben und kann das abgleichen lassen, quasi mit einer intelligenten Suche. Und da weiß man genau, wer das ist. Wenn da schon mal irgendwo öffentlich aufgetreten ist, habe ich in Sekunden sofort, guck mal, das ist doch der hier von der SPD oder. Also die fühlen sich aber ziemlich sicher und ziemlich ruhig in ihren Sesseln dort oben, in ihren hochbezahlten Posten. Und so Morgenluft oder dass sich da irgendwas ändern muss, haben die noch nicht verspürt. Aber ich kann ja mal fragen, warum das so ist. Warum ist das in den Redaktionsstuben so, wie es ist? Und muss ich mir nur die Besetzung des Fernsehrats angucken. Die haben dort alle SPD- oder CDU-Parteibücher. Also der ist sowas von politisch besetzt, dieser ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das muss weg. Das hat da nichts verloren. Also gerne aus der Gesellschaft, ganz normale Vereine und Institutionen, das ist völlig okay. Aber da sitzen so viele Parteigänger drin und das möchten die auch nicht gerne hören. Ich habe das hier einmal auch nochmal während der Plenardebatte zum Medienstaatsvertrag einmal gebracht. Das hören die wirklich nicht gerne. Ne? So nach dem Motto, sie ärgern sich ja quasi nur, weil schlecht über sie berichtet wird. Aber das ist deren Denkweise und wenn die schon so denken, dann wissen die ja auch, dass es so ist.
Wenn wir jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen sind, die haben, also das Öffentlich-Rechtliche hat ja jetzt zum Beispiel auch unter anderem in der Tagesschau bzw. in den Tagesthemen den Bericht, den Artikel von Korrektiv über das angebliche Geheimtreffen in Potsdam, was ja nun wirklich Wellen geschlagen hat, ja unkommentiert und unkritisch, möchte ich jetzt einfach mal sagen, so übernommen. Jetzt hat sich ja am Ende auch durch die Prozesse oder beziehungsweise den Prozess, den Dr. Vosgerau geführt hat, herausgestellt, naja, Moment, sagte der Anwalt von Korrektiv, das ist ja kein Tatsachenbericht, den wir da gemacht haben, sondern das ist ja ein Meinungsbericht. Ja, also das heißt, die Meinung der Autoren von Korrektiv ist da ja so eingeflossen. Und auch die stellvertretende Redaktionsleitung, Annette Dovideit, die sagte ja im Presseclub, ja Moment, ihr habt das ja alles so übernommen. Also das ist ja im Grunde genommen genau so, wenn ich da jetzt in die Bresche springe, ne, und sage, ja, das ist ja ihre Argumentation bei der ganzen Geschichte. Aber Berichterstattung darüber, das, und die ganzen darauffolgenden Demonstrationen, die ja auf Grundlage dieser Berichterstattung dann kam, glauben Sie, dass diese Ihrer Partei geschadet haben oder auch dem Ansehen Ihrer Partei geschadet haben, diese Demonstration? Also tatsächlich haben wir gesehen, dass es einen kleinen Einbruch gegeben hat in den Umfrageergebnissen, aber das hat sich mittlerweile wieder völlig relativiert. Also es hält nicht lange vor, dass dort versucht wird sozusagen. Mich wundert es tatsächlich, dass der Öffentlich-Rechtliche so berichtet. Naja, nee, es wundert mich eigentlich nicht. Also der hat das einfach unkommentiert, so wie es gekommen ist, übernommen, diese Geschichte, und hat die auch noch aufgebauscht, selbst als Herr Vosgerau schon rechtliche Schritte eingeleitet hatte gegen Korrektiv. Es schert sie wahrscheinlich nicht. Also sie hatten wahrscheinlich diese Aufgabe, wenn man das mal so sehen will, und haben das willfähig übernommen. Sie sagten ja gerade, ne, dass man ja den Einbruch in den Wahlumfragen, ne, auf Grundlage dieser Demonstration, ne, gesehen hat. Auf der anderen Seite sagen Leute, und dazu zähle ich mich selber dazu, dass vor allen Dingen auch das erste Mal, also sprich in den Umfragen, die dann auch während der Demonstration kamen, das Bündnis Sarah Wagenknecht das erste Mal so richtig mit reingenommen worden ist. Ja, also einige sagen halt, ja, hier, also vor allen Dingen aus dem linken politischen Spektrum sagen, auf Grundlage der Demonstration verliert die AfD Prozentpunkte. Aus anderen politischen Spektren, also aus der Mitte und teilweise aus dem rechten politischen Spektrum, sagt man, nein, das ist nicht wegen den Demonstrationen, sondern wegen des Bündnis Sarah Wagenknecht. So, das sind die beiden Seiten. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass nachdem jetzt ja nun auch in den Wahlumfragen gesehen worden ist, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht irgendwo bei 12, teilweise 15% liegt, ja, also für eine Partei, die im Grunde genommen noch kein Personal hat, aber sie standen ja auch irgendwann mal da. Sie wissen ja, wie das ist, das sagten Sie ja gerade am Anfang auch. Könnten Sie sich prinzipiell vorstellen, dass das ein potenzieller Koalitionspartner wäre, um so mal den Zirkelschluss zum Anfang dieses Interviews zu bekommen? Also ich glaube, prinzipiell hat die AfD mit Sozialisten wenig am Hut. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht und die Personalien, die dort aktiv sind, sind ja im Kern Sozialisten. Und ich glaube, da gibt es so eine leichte, natürliche Grenze. Ne? Also das wird man dann sehen. Wir wollen erst mal gucken, ob dieses Bündnis überhaupt irgendwo einzieht. Und momentan sieht es ja so aus, ob sie gar nicht, wie gehofft von vielen Leuten, dass sie bei uns Wähler abziehen, sondern ziehen wahrscheinlich, also wenn ich die Umfragen so deute, wie ich sie deute, wenn ich sie lese, eher von der SPD und von den Linken. Und teilweise von den Grünen auch noch Wähler ab, aber eben nicht von uns. Also deswegen bin ich auch der Meinung, ja, es gab eine kleine Delle, weil, wie gesagt, die Bürger da draußen mit dieser gewaltigen Macht an Informationen, die dort kamen, wir haben ja hier 2 Wochen lang nur über Anti-Rechts-Demos gehört und gelesen und Bilder gesehen. Es kam ja nichts anderes mehr. Also was ist das anderes als Propaganda gegen die Opposition? Na klar, die bei einigen verfestigt. Aber das hat sich auch wieder in Luft aufgelöst, was sich mittlerweile auch rumgesprochen hat, dass es an dem gar nicht so war. Es war ja auch nicht mal ein AfD-Treffen, wenn man das mal ganz genau betrachtet, sondern eher ein CDU-Treffen. Es waren ja mehr CDU-Leute da, wie Leute von der AfD. Da spricht kein Mensch drüber. Der Öffentlich-Rechtliche sowieso nicht. Und er stellt das im Nachgang eben auch nicht klar. Mich fragt, man muss ja mal gucken, wem nützt denn das Ganze? Und warum zu diesem Zeitpunkt?
Das Treffen war ja schon alt. Das war also quasi eine Konserve, die lag dann da. Konserve. Nummer 23, ne? Ja. Die lag in der Schublade für irgendwelche Zwecke, wenn man sie dann brauchen würde. Und was war zu diesem Zeitpunkt? Wir hatten die Bauern auf der Straße, massiv. Am Anfang wurde auch noch ordentlich darüber berichtet. Dann hat man schon vermeintlich wieder rechte Leute dort überall gesehen. Aber der Mittelstand fing ja auch schon an mitzugehen, zu demonstrieren. Und das war der Zeitpunkt, als diese Konserve geöffnet wurde und die ganze Tagesschau und Öffentlich-Rechtliche, wie gesagt, nur noch darüber berichtet haben. Über die Bauernproteste ja gar nicht mehr. Das wäre auch deren Pflicht eigentlich gewesen, das weiter zu beleuchten, haben sie aber nicht mehr gemacht. Somit ist es eigentlich für mich immer noch ein vorbereitetes Ablenkungsmanöver. Ist ein bisschen nach hinten losgegangen, zumindest für Korrektiv. Für den Öffentlich-Rechtlichen hat es ja merkwürdigerweise gar keine Auswirkung. Wird sie auch nicht haben, weil wir sind ja alle Zwangsgeldzahler und wer nicht zahlt, der kriegt dann Vollstreckungsbescheide nach Hause oder Pfändung. Ja. Die kriegen ja ihr Geld, das wissen die auch. Ja, jetzt, Sie haben recht, also ne, mit den Bauernprotesten und so weiter, das ist ja auch sehr schnell wirklich in den Hintergrund gerückt worden mit den Bauernprotesten. Also hat man ja sehr schnell nichts mehr davon gehört. Ne? Dann kamen diese ganzen Proteste, aber dann kam aber auch zum Beispiel eine Studie, die dann aufgezeigt hat, auf Grundlage einer repräsentativen Umfrage, wer ist denn da eigentlich so vor Ort? Und da kam dann zum Beispiel bei heraus, dass es ja gar nicht die Mitte der Gesellschaft ist, die dort demonstriert im größeren Maße, sondern 75% sind davon Grünwähler und SPD-Wähler und so weiter. Und dementsprechend halt auch befinden sich eher links der Mitte. Beziehungsweise 8% davon aus der Studie, glaube ich, haben sogar gesagt, sie sind extrem links. Ja? So, und irgendwie nur 3% oder so haben sich im rechten politischen Spektrum dort gesehen. Also dieses Narrativ, dass wir sind die Mitte der Gesellschaft, wenn man das jetzt einmal so fassen würde, finden Sie, glauben Sie, dass die AfD die Mitte der Gesellschaft ist? Dass die AfD die Mitte der Gesellschaft abbildet, also besser als andere Parteien? Oder würden Sie auch sagen, nein, wir sind, wenn das die Mitte ist, dann befinden wir uns doch schon weit im rechten politischen Spektrum? Ja, wir sind ja von unserer Positionierung wie die CDU vor 20 Jahren von der Sache her. Sind wir Mitte rechts? War die CDU. Die CSU war früher mal eine rein rechte Partei. Hat man auch offen drüber gesprochen, war auch nicht das Problem. Ja, da durfte ja auch rechts der CDU, CSU durfte ja auch keiner mehr sein, ne, laut. Und das gehört einfach zum demokratischen Spektrum dazu. Sonst habe ich keine funktionierende Demokratie. Wenn alle auf einer Seite sind, brauche ich auch nichts mehr diskutieren. Dann sind sich ja alle einig. Aber dann wird meistens gelogen. Das ist ja auch der Leitspruch hier von der jungen Freiheit. Ne? Ja. So, das trifft da einfach mal zu. Also wir sind tatsächlich Mitte rechts. Ich habe kein Problem damit. Ich bin von meiner Einstellung rechts. Das heißt, sehr konservativ. Ich möchte gerne Gutes bewahren. Und hier gibt es viel Gutes zu bewahren, wo man momentan rumgeschraubt wird, was uns nicht so gefällt. Und das wurde ja auch dämonisiert quasi. Wir werden ja permanent dämonisiert. Allein der Ausspruch Kampf gegen rechts ist schon demokratiefeindlich par excellence. Weil ich einfach ein ganz normales demokratisches Spektrum, was es immer gibt und gegeben hat, ausklammer. Es bekämpfen will. Und das hat nichts mehr mit diskutieren oder Konsens finden oder Kompromisse schließen zu tun. Ich will es ausgrenzen. Ich will damit nichts zu tun haben. Das besagt dieser Kampf gegen rechts, der mit hunderten Millionen gefördert wird von der Bundesregierung. Auch das ist so eine Geschichte. Worum die eigentlich Angst haben, dass sie die ganzen Förderprogramme wegknicken und diese unnützen Organisationen, wie zum Beispiel Korrektiv, die sind ja nun damit finanziert, die tatsächlich einfach nur tendenziös irgendetwas machen für ihren politischen Liebhaber, sag ich mal, dass die finanziert werden. Die können sich dann alle Arbeit suchen und dann hätten wir vielleicht auch wieder das Fachkräfteproblem an anderer Stelle gelöst sozusagen. Abschließend würde ich Ihnen gerne einmal die Frage stellen, wir schauen jetzt einfach mal in eine fiktive Zukunft, weit in eine fiktive Zukunft. Also es muss jetzt gar nicht 2025 sein, sagen wir, lassen Sie es uns 2029 sein. Ja? Die AfD ist die stärkste Kraft im Bundestag. Die AfD stellt auch die Regierung, egal mit welchem Koalitionspartner jetzt. Ja? Sagen wir mal, wir haben uns jetzt 2029 dahin entwickelt. Darüber denken ja oder müssten ja auch die Strategen anderer Parteien darüber nachdenken, dass das gegebenenfalls, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass das irgendwie sein könnte. Glauben Sie, dass das, was jetzt alles gerade passiert, also auch Gesetzesänderungen oder dass zum Beispiel jetzt wie die SPD und die CDU sich geeinigt haben, das Bundesverfassungsgericht besser zu schützen, ja, dass
diesen Parteien das, was sie jetzt alles machen, früher oder später irgendwann mit Karacho auf die Füße fallen wird. Das beste Beispiel, ich habe es gerade angesprochen, ist ja der Kampf gegen rechts. Der wurde ja hier in Mecklenburg-Vorpommern auch ordentlich forciert und wir hatten hier vorher die CDU zusammen mit der SPD. Und die CDU hat das alles mitgemacht. Die hat quasi sich selber abgeschafft, weil zu diesem Kampf gegen rechts, das hieß auch der Kampf gegen die CDU. Weil nur noch linke Positionen opportun waren und auch vertreten wurden. Alles andere wurde verteufelt. Von daher kann das sein, dass denen das auch wieder auf die Füße fällt. Ne? Höchstwahrscheinlich. Aber die denken ja sowieso nur von Legislatur bis zur Legislatur. Das ist ja auch ein Grundproblem, was wir hier bei uns haben. Ne? Also nicht bei uns. Ich meine in Deutschland. Gut. Ja, damit möchten... Also damit hätte ich soweit erstmal alles das, was ich Sie fragen wollte. Wenn es eine Live-Schalte jetzt wäre, ja, dann hättet ihr jetzt noch die Möglichkeit, ne, noch ein paar extra Fragen zu stellen. Das dürft ihr auch gerne im Kommentarbereich machen. Ich würde diese Fragen dann auch weiterleiten. Ja. Aber ne, die gute Erziehung, und man macht es ja auch so, ne, das abschließende Wort, ja, das würde ich Ihnen dann einmal überlassen, wenn Sie möchten. Ja, erstmal danke für die Möglichkeit dieses Interviews. Ich bin dankbar, dass es Medien wie sie gibt, abseits von Tagesschau etc., damit die Bevölkerung draußen die Möglichkeit hat, eben sich umfänglich zu informieren und das für sich selber einzuordnen und dazu keinen Tagesschau-Sprecher braucht oder irgendeinen Spezialisten mit Parteibuch. Gut, dann von meiner Seite auch vielen Dank nochmals für Ihre Zeit. Ja, und dann... Ich würde sagen, weiterhin gute Arbeit hier oder erfolgreiche Arbeit im Landtag. Und vielleicht sehen wir uns dann ja 2026 wieder und ich darf Sie dann vielleicht auch irgendwann mal mit Minister ansprechen oder so. Da wollen wir erst mal gucken. Da wollen wir gucken. Gut, und euch auch allen, ne, wünsche ich noch einen wirklich schönen Tag und bis zum nächsten Mal.